Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns an, wie ein 6 Jahre alter Gaming-PC im Jahr 2022 noch so mithalten kann. Gerade bei den hohen Grafikkarten und sonstigen Hardwarepreisen kann der Gebrauchtkauf für den einen oder anderen in Frage kommen und deswegen ist es sicherlich interessant, wie solch eine alte Hardware heutzutage noch performt. Als Prozessor kommt der Intel Core i5-6600K mit 4 Kernen und 4 Threads, einem Basistakt von 3,5 GHz und einem Boosttakt von 3,9 GHz zum Einsatz. Er hat eine TDP von 91 Watt und ist im Intel 14 Nanometer Verfahren gefertigt. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GTX 970 mit 1664 CUDA-Kernen, einem Basistakt von 1050 MHz und in diesem Modell ein Boosttakt von 1250 MHz. Angegeben ist ein Stromverbrauch von 145 Watt und die Grafikkarte besitzt 4 GB GDDR5 VRAM. Gefertigt wird sie in TSMC 28 Nanometer. Als Arbeitsspeicher kommen dann noch 2x8 GB DDR4 2133 MHz C15 zum Einsatz und die Spiele werden in einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln, also WQHD, getestet. Die Spielaufnahme erfolgt mit Nvidia Videobeweis bzw. Shadowplay und zu bedenken ist außerdem, dass die FPS natürlich je nach Spielszene variieren können. Als erstes Spiel ist Minecraft dran, zuerst ohne Texture Pack. Performance-Statistiken sind immer oben links in der Ecke eingeblendet, darunter CPU und GPU-Temperatur, Auslastung, Takt und Stromverbrauch sowie der FPS-Counter. Wie zu erwarten, läuft Minecraft mit weit über 100, sogar 200 FPS. Im Durchschnitt wurden bei der Messung sogar 308 FPS erreicht. Da viele Minecraft auch mit Texture Pack spielen, hier jetzt nochmal mit dem 128er Texture Pack PUBG Craft. Im Durchschnitt werden hier 218 FPS erreicht. Und zu guter Letzt noch mit dem Sildur Vibrant Light Shader. Hier merkt man so langsam, dass die Hardware zu schaffen hat. Trotzdem läuft Minecraft immer noch flüssig mit durchschnittlich 83 FPS. Als nächstes Spiel ist Cities Skylines an der Reihe. Zuerst in einer Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern. Und schließlich schauen wir uns noch die Performance in einer Stadt mit um die 100.000 Einwohnern an. Hier gehen die FPS bei laufender Simulation schon etwas nach unten. Beim pausierten Spiel läuft City Skylines aber wie gewohnt flüssig mit durchschnittlich 67 FPS. Weiter geht's mit CS:GO in den höchsten Grafikeinstellungen. Im Durchschnitt werden hier 124 FPS erreicht. Das nächste Spiel ist PUBG Battlegrounds auf den niedrigsten Einstellungen.
Wie man sieht, läuft PUBG flüssig mit durchschnittlich 75 FPS. In actionreicheren Momenten können die FPS auch auf unter 60 fallen. Kommen wir zu Apex Legends auf den niedrigsten Grafikeinstellungen, wie hier gezeigt. Durchschnittlich läuft Apex Legends mit 67 FPS, aber auch hier kommt es in Kampfszenen zu FPS-Einbrüchen bis auf 40 FPS oder niedriger. Das etwas weniger anspruchsvolle Spiel Rocket League wird in höchsten Grafikeinstellungen getestet und läuft hier auch sehr flüssig mit durchschnittlich 130 FPS. Im integrierten Benchmark-Test von Rainbow Six Siege auf den höchsten Grafikeinstellungen werden durchschnittlich 67 FPS erreicht. Hier würde sich mit verringerten Grafikeinstellungen noch deutlich mehr rausholen lassen und auch ein 144 Hz Monitor könnte damit bedient werden. Weiter geht es mit dem grafisch sehr anspruchsvollen Storygame Shadow of the Tomb Raider. Auch hier habe ich den integrierten Benchmark-Test von dem Spiel verwendet und durchschnittlich 37 FPS auf mittleren Einstellungen erreicht. Weiter geht's mit dem Spiel Satisfactory auf niedrigen Einstellungen und mittleren Schatten. In einer großen Fabrik, wie hier zu sehen ist, werden 48 FPS im Durchschnitt erreicht, was gut ist für die Größe der Fabrik. Als nächstes Spiel ist Dauntless auf den niedrigsten Einstellungen an der Reihe. Hier werden im Durchschnitt 62 FPS erzielt. Bei Behemoths mit sehr vielen Effekten wie dem Thrax kann es aber zu Einbrüchen auf um die 30 FPS kommen. Weiter geht es mit Fortnite auf niedrigen Einstellungen. Im Durchschnitt werden hier 102 FPS erreicht. Auch hier kann es teilweise zu FPS-Einbrüchen kommen, vor allem in dem Spielmodus Gruppenkeile, bei dem sich viele Spieler tümmeln, kann die Performance etwas einbrechen.
Kommen wir zu dem guten alten Spiel GTA 5 auf normalen Grafikeinstellungen. GTA 5 läuft auf durchschnittlich 59 FPS, schön flüssig. Als letztes Spiel ist dann noch Call of Duty Cold War im Multiplayer-Modus dran, auf den niedrigsten Einstellungen, die das Spiel zu bieten hat. Hier werden durchschnittlich nur 49 FPS erreicht, was für einen Shooter etwas wenig ist, da vor allem auch FPS-Einbrüche auf um die 30 FPS auftreten. So, das sind jetzt nochmal die Endergebnisse von Minecraft und wie man sieht, läuft es in allen Fällen sehr flüssig. Dabei werden ca. 130 mit Shader auch etwas mehr Watt im Durchschnitt verbraucht. Hier nun auch die Ergebnisse der restlichen Spiele. Die CPU verbraucht dabei um die 30 Watt, während die Grafikkarte sich um die 110 Watt genehmigt. Somit resultiert das Ganze in einem Gesamtstromverbrauch von ca. 150 Watt, was für heutige Verhältnisse echt sparsam ist, wenn man bedenkt, dass CPUs weit über 50 Watt und Grafikkarten auch schon weit über 200 Watt verbrauchen können. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.